verwehren, aus Richtungen, wo die Pfeile hin zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt den Isegrim, also hier das Wölfchen, oben rechts von diesem Goblin lege, dann zeigt ein Pfeil vom Wolf auf einen Nicht-Pfeil vom Goblin. Dann wird der Goblin umgedreht, ohne Kampf, ohne Wertevergleich, irgendwas, wird einfach umgedreht, fertig. Wenn ich die Pfeile gegeneinander lege, werden die Werte gegeneinander ausgespielt. Deshalb will man die, natürlich will man die schwachen Seiten abdecken. Das tut man so. Gut. Wenn man eine Karte erobert, per Kampf, nur per Kampf, dann kann diese Karte weiteres entlang ihrer Pfeile erobern. So in etwa. Ja, der kämpft jetzt gleich zweimal und verliert alles wieder. Okay, gut. Glück für mich. Ihr seht also, das Ganze kann relativ lustig werden. Ich mag dieses Spiel ziemlich. Der Typ hat irgendwie ein Faible für Kombos, just saying. So. Das Tolle ist... Ah doch, er kann uns tatsächlich kombos. Toll. Jetzt haben wir... Ah, das war jetzt blöd von mir. Ich kann jetzt diesen, weder den da, noch diesen hier bekämpfen. Wenn der hier einen dritten Pfeil hätte, könnte ich ihn bekämpfen und mit einer Combo beide Karten zurückerobern. Dann würde ich alle seine Karten, alle Karten bisher besitzen. Jetzt kann ich aber nicht kämpfen. Ich kann keine Karte irgendwie angreifen. Pfeil gegen Pfeil. Deswegen lege ich jetzt ganz normal und es muss halt reichen. Gewinnen tun wir trotzdem. Und wenn wir gewinnen, dürfen wir uns eine Karte des Gegners, die wir umgedreht haben, aussuchen. Ich nehme einfach mal die hier. Weil die hat schöne Werte. Geh die Fresse. Nein, nicht noch eine Partie. Reicht. Ist ganz simpel. Wir haben in der Runde jetzt schon viel zeigen können. Und ja. Ne? Das ist dieses Kartenspiel. Finde ich ganz hübsch. Aber ihr habt gesehen, mit den Werten, das ist so ein bisschen zwiespältig. Dann hat der eine 6 und der andere 16. Aber die 16 rattern runter wie Tetris Level 50. Und die 6 klingen so eher 6 und 6,5 und 5. 6, 5,5, 5. Und dann gewinnt letztendlich doch die 6. Ihr seht, das ist ein bisschen typisch. Ich hab's verstanden. Ja, ansonsten, ja, das meiste habe ich euch schon gezeigt. Es gibt dann noch so einen Spielerlevel, je nachdem wie viele Karten man sammelt. Manche Karten lassen sich natürlich nur gewinnen, viele andere lassen sich auch kriegen. Da oben ist Sammlerlevel, 80 Punkte, Anfänger. 80 Punkte, Sammlerlevel, Anfänger. So rum. Und ja, Karten kriegt man entweder, indem man sie von anderen gewinnt, so wie ich jetzt die Yeti fresse. Oder natürlich, wenn man Viecher einfach tötet, gibt es auch die Chance, dass die ihre Karte droppen. Gut. Wir haben einen Termin. Also, unser Herr ist weggelaufen und der Untertan zockt Karten, statt ihm zu folgen. Ist geil, ne? Ja, solche Diener wünscht man sich. Egal. Wir gehen einfach mal weiter. Der hat auf uns gewartet. Mach mal schneller. In den Glockenturm. Ja, ist ja gut. Bewegliche Textbox. Hatten wir auch bisher in keinem Final Fantasy. Klettern hier den Turm. Und wenn ihr mal drauf achtet, die der Sprechhaken hier von der Textbox... Von den Textboxen, der bewegt... Der zeigt auch immer auf den Charakter. Selbst wenn der sich bewegt, kriegen wir was auf den Kopf. Herzlich willkommen zu noch einem Final Fantasy Meme, das in 7 und 8 total zu kurz kommt. Die Morgris. Die gibt's in vielen Teilen, nur in 7 nicht und in 8 nicht. Warum auch immer. Und die sind unsere Speicherpunkte unter anderem. Und unsere Zeltpunkte und können noch was anderes. Ja, 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 der Wert der Morgri uns zuquasselt, wird unser Herr ungeduldig. Ja, ich betone das jetzt so, de facto ist es eigentlich egal, das sind Kinder, mehr oder minder. Ja, ja, ja. Und noch ein Kupo. Ein ganz besonderer. Skillskin, der Reisekupo. Den treffen wir mehrfach unterwegs und da kann der ein paar Sachen, die normale Kupos nicht können. Punkt. Das muss uns reichen. Das muss erstmal reichen. Merken, Ausschau nach ihm halten, freuen. Immer auf Reisen. Oh, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell mit den Texten. Kommst du bald mal? Nö. So, speichern, Zelt, nichts, spricht alles für sich. Was zur Hölle ist das Mognet?
Das Magnet ist ein neues Minispiel, ist ein weiteres Minispiel. Naja, Minispiel ist übertrieben. Ein kleiner Bonus. Die Mogris schicken sich Briefe. Einander. Mogri an Mogri. Manchmal kommen auch für uns welche an, aber das ist selten. Das Problem ist, irgendwie spielt keiner mehr den Briefboten. Und deshalb machen wir das jetzt. Wir wählen diese Option und dann werden uns Mogris Briefe geben, die sie verschickt haben wollen, oder Briefe annehmen, die wir für sie haben. Wir können allerdings nur 3 Briefe gleichzeitig tragen. Und wir bekommen nur den Namen des Empfänger Mogris gesagt. Am Anfang ist das noch ganz einigermaßen leicht, weil einfach bei jedem Mogri Mognet auswählen. Und meistens gehen die Briefe in der Story vorwärts. Später ist das nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass man da immer... wenn ihr nicht hier gerade gefuchteln sehen könntet, immer nach vorne geht mit den Briefen. Da werden auch mal welche zurückgeschickt oder an Orte, die kürzlich erst aufgegangen sind oder bald wieder zugehen. Ne? Also da wird das Ganze dann schon trickier. Wichtig ist das, glaube ich, ganz am Ende für irgendwelche Feinheiten. Ja, bloß schnell, sonst geht das Stück noch ohne uns los. Ja, doch. Ne? Falls sich noch wer erinnert über die ganzen Specials, Theaterstück und so. Im Schloss. Karte falsch. Ach, was ist jetzt? Er hat Höhenangst. Keine Angst, stell dir einfach das vor, das wäre nicht so hoch. Ha! 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 Und der Pilot dreht um und fliegt zurück. Ja, egal. Michael Mettermeier, das habe ich früher gern gehört und zitiere ihn halt gern. Höhenangst. Keine Angst, habe ich doch gesagt. Die Bretter halten. Déjà vu? Nein, dafür gibt's keine Gummipunkte. Hofft nicht mal drauf. Auch wenn ihr es vorher wusstet, das war zu vorhersehbar. Solche Details darf man nicht so eng sehen. Passt schon. Frag mir nicht, wer Geld auf dem Dach versteckt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, diese Leute... Doch, ich weiß es. Die Leute, die hier wohnen, aber... naja. Ja. Wie heißt das kleine Etwas mit dem Hut eigentlich? Vivi heißt es. Naja, auch ein Name. Na gut, er heißt Puck, also er ist so viel besser. Der soll ja mal nicht so das Maul aufreißen. Ja. Was? So. Ja, hallo. Hier unten ist ein Gang, den er nicht entlang geht. Also muss es hier irgendwo irgendwas geben. Vorzugsweise an den Schornsteinen. Und fragt mich, es ist in der Tat so, dass Geld, das man findet, meistens so krumme Beträge sind. Vor allem die kleinen so. Fragt mich nicht, warum. Es sind vor allem auch immer leicht unterschiedliche Summen. Mal findet man 26, mal 29. Wirklich wichtig ist das nicht. Weil es mittelt sich halt immer aufs Gleiche, aber... ist halt so, ne? Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Vielleicht damit es mehr nach einem fallen gelassenen Betrag aussieht. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch ziemlich egal, jedenfalls. Hey, wir können über Bretter laufen, ohne dass sie zusammenbrechen. Und jetzt wissen wir auch, wofür die Leiter ist. Die eher die ganze Zeit auf diesen schmalen Dachsimsen, Dachkämmen, balanciert hat. Nur mal so zur Erinnerung. Ja. Das sieht da jetzt etwas slowdown aus, das ist aber normal. Das ist im Spiel. Dafür kann ich nichts. Das wäre ja noch, als eine PS3 bei einem PS1-Spiel Slowdowns hätte. Vorsicht, ein Freund. Ich wollte schweigen.
Entschuldigung. Ja, ihr müsst mir den Ausrutscher eben verzeihen, aber ernsthaft. Ja, Königin Brain sieht aus wie ein Frosch. Ich kann nichts dafür. Ja, und bla, und oh Gott, dieses Theaterstück, es ist... Ja, es ist sehr, sehr, sehr kitschig. Aber na gut. Oh, die Texte scrollen jetzt selbst, dann lasse ich sie auch. Also, ich kann gar nichts gegen machen. Jetzt kann er plötzlich ohne Dialekt sprechen, weißt du? Naja, soll's ja geben. Aber ich mag die Musik. So, das ist die normale Kampfüberblende. Ich weiß nicht, ob wir die vorhin auch schon hatten. Ja. In einem Theaterstück gilt es, das Publikum zu begeistern. Wir haben ein adliges, hochadliges, anspruchsvolles Publikum. Da ist es mit einfachem Schwertgekloppe nicht getan. Gut, dass uns die Bühne ein paar Specials zur Verfügung stellt. Feurio und noch ein bisschen anderen Krams. Wir haben also diese Zauber, die de facto keinen Schaden machen. Aber sie sehen hübsch aus. Man muss ja einfach so ein bisschen beides mischen, dann gefällt es dem Publikum. Das hat dann unter anderem Einfluss auf die Zufriedenheit des Publikums. Und dementsprechend auch das Geld, das sie auf die, das Trinkgeld, das sie später gibt. Medio. Und natürlich hat der Hauptcharakter den besten Zauber ever. Also nicht den besten, den. Einen großen, tollen, awesome Zauber. Bling. So. Räumen wir hier mal auf. Ja, die richtigen Angriffe machen Schaden. Sag dir doch, Medio ist awesome. Ja, wie gesagt, sind da gar nichts. Aber hey. Ich persönlich weiß nicht, worauf es hier ankommt bei diesem Minispiel mit was nun an Kombination zwischen Zaubern und Angriffen die besten Punkte gibt oder so. Ich mische das einfach immer gut durch und dann passt das schon. Ja, was soll man da groß zu sagen? Es ist langsam lang genug, oder? Es ist halt jetzt nicht so spannend, ne? Glaubt mir, später werden selbst die Trash-Kämpfe noch spannend genug. Das werdet ihr relativ bald sehen, weil... Ja, ihr werdet es sehen. Lassen wir es einfach. Technisch gesehen sind wir übrigens immer noch im Intro. Ich wollte es nur mal erwähnen, ja? Ja.
Also, meiner Meinung nach zumindest sind wir immer noch am Intro. Kann der fette König mal langsam den Geist aufgeben? Immer diese Sturmmonarchen. Schlimm und schlimm mit denen. Hoppala, da haben wir es. Unser Fenster wurde weggeblendet, daran haben wir gemerkt, dass der Kampf zu Ende ist. Also, dass dieser Angriff den Kampf beenden wird. Und jetzt kommt ein Minispiel. Wenn ich jetzt mit meinem Controller wieder, wenn es wirklich an meinem Controller lag, habe ich jetzt gleich ein Problem. Oder das irgendwie durch die Aufnahme die Performance zackt, aber das glaube ich nicht. Weil es kommt mir bisher alles sehr flüssig vor. Gleich geht es jedenfalls zum Timing. Ja, wir sind immer noch im Stück, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier alles so relevant ist. Vielleicht für tiefere Bedeutung und Metaphern, also für so kleine Bezüge zur richtigen Handlung. Ja, jetzt wenden sich die Freunde gegeneinander. Yippie! Und ja, jetzt dürfen wir selbst kämpfen. Das hier macht den Hauptteil des Trinkgelds aus. Blank macht Ansagen und wir müssen drücken. Und wenn ich jetzt nicht präzise bin, dann wird das böse. Ja, aber das geht ganz gut. Ich bin jetzt mal etwas still, weil konzentriert. Wenn man was Falsches drückt, stolpert der jeweilige Charakter übrigens. Nur, dass ihr es wisst, falls ihr es nicht seht. Was ich hoffe. Und wir haben es geschafft. Yeses. Königin Brain zufrieden. Sie wollen eine Zugabe. Nein, keine Zugabe. Ich bin damit ganz zufrieden. 800 Gil auf die Bühne. Einfach so. Das ist schon ganz nett. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit es hochgeht, wie viel Maximum ist, aber 800 ist schon nicht schlecht. Ich merke, ich muss gleich mal ganz kurz AFK. Leider haben wir jetzt in der Nähe keinen Autoscrolling-Text, so wie in der wie bei dem Theaterstück oder so. Beschwert euch nicht, dass die Rüstung nicht sitzt, wenn ihr sie nicht für euch gemacht ist. Hey, nichts gegen Kekse. Yay. Juckzirpen. Irgend so ein Ungeziefer, das, stell dir einfach vor, jemand würde Kakerlaken im Raum loslassen. Das kommt dem wohl ungefähr gleich. Ja, das sind die Wachen, denen die Dinger gehören. Und wir... Ja. Wir... labern erstmal. Ja. So. Warum ich zurückgehe? Weil wir unseren Helm vergessen haben. Nein, verdammt, ich dachte, man könnte hier speichern. Das war alles. Gut. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich wieder da. Ich muss einfach kurz die Waschmaschine ausmachen. Ich sag's mal ganz offen. Also bis gleich. So,
Wieder da. War ja nicht groß lang. Ja, oben ist die Theaterloge. Und wir haben ein bisschen Zeitdruck, weil Akt und... Oh, hoppala. Ganz unauffälliges Weißmagier-Kostüm. Aus. Früheren Teilen, sorry. Hallo? Da denn los? Ja. Er ist überhaupt kein Frauenheld oder so. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jo. Konfusion allgemein. Die Prinzessin haut ab. Meint sie dann. Ja, das ist ja nicht die Prinzessin. Boah, das wäre ein Fail. Jetzt hätten sie den Falschen her. Das wäre witzig. Herzlich willkommen zu den zwei unbeliebtesten Charakteren in diesem Spiel, glaube ich. Ja. Son und Son, oder wie auch immer sie aussprechen soll. Unvorstellbar. Das wird dem Frosch gar nicht gefallen. Was? Die Gemälde auch. Ah. Furchtbar. Ich kann diese Stimmen quasi in meinem Kopf hören, wie sie... Ja. Gut. So viel dazu. Yeah. Sie sind designtechnisch sind sie ja schon irgendwie genial, aber oh Gott, ich finde man am Anfang sind sie noch witzig, aber ich sag euch später, ihr werdet sie hassen. Sie sind so, ihr werdet sehen. Ihr werdet es mit mir zusammen hoffentlich sehen und dann lernt ihr sie genauso zu hassen wie ich denke. Dringend? Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend. Ach ja, Beatrix. Ja. Ja genau, wo ist ihre Tochter, die Gott sei Dank nicht ihre grünlich-fuchsige Haut geerbt hat? Ja. You start with the witch. Und auch ihr Hauptmann, der nächste, den wir benennen dürfen. Hatte ich schon erwähnt, dass dieses Spiel ein Fable dafür hat, so mehrgleisig zu erzählen? Jetzt wisst ihr es. Hauptmann Steiner. Den kommentiere ich jetzt auch nicht weiter. Er scheppert. Gut, das wollte ich nur mal erwähnen. Und nein, das ändert sich nicht. Er wird immer, wenn er mit ihm lauft, dieses Scheppern haben. Immer. Ständig. Permanent. Und ja, das ist irgendwann wirklich... Und er ruft seine Truppe, die, ja, ein wenig geschröpft aussieht. 8 Mann sollten es sein, sind es aber nicht. Es sind nicht mal 2 Ungerüstete. Oh, irgendwie kommen mir die 2 bekannt vor.
Gut. Herzlich willkommen zu einem weiteren Minispiel. Hatte ich schon erwähnt, dass dieses Spiel auch das mag? Nein, also wir müssen jetzt halt die ganzen Gestalten der Pluto-Truppe einsammeln und ihnen den Befehl erteilen. Das heißt, wir müssen sie finden. Ich glaube, mein Rekord liegt bei 7. Ein Koch. Der ist nicht von der Pluto-Truppe. So viel kann ich schon mal sagen. Noch ein Koch. Ein komisches Küchenchef. Okay, hab nichts gesagt. Muss schneller gehen. Dann suchen wir mal. Ja, die anderen. Oh, hey, da. Märchenheim. Nummer 9. Es sind 8 Leute. Wieso gibt es eine Nummer 9? Also, ich wollte nur mal fragen, aber. Ja, gut. Ja. Guter Ruf hin oder her. Er hat den Befehl erhalten. Das zählt jetzt schon, auch wenn er sich nicht sofort bereitwillig aufmacht. Na komm schon. Die Gänge hier habe ich auch schon oft übersehen. Also, 2 haben wir am Anfang. 3 den einen Heini da. Wird den Austritt. Nein, das geht nicht. Oh, ey. Ja, der hat definitiv nicht das Herz seiner Soldaten. Hauptsache er sucht die Prinzessin. Hem, ja. Was ist hier los? Hi. Du hast die Prinzessin nicht gesehen. Warum wundert mich das nicht? Also abgesehen davon, dass sie da oben auf der Tribüne saß. Ja, egal. Gut. Also jetzt haben wir 4. Ja, also nein, wir haben keinen wirklichen Zeitdruck hier. Achso, ich weiß, warum es ein Nummer 9 gibt, weil Steiner selbst die Nummer 1 ist. So, endlich mal ein hochmotivierter Soldat. Beatrix-Leute sind übrigens im Prinzip alle anderen. Irgendwie haben wir hier 9 männliche Soldaten, nämlich die Plutos und Steiner. Und dann Beatrix mit ihrem Heer von Alexandria-Soldatinnen. Frag mich nicht, was das soll. Vielleicht sind sie der Meinung, 9 Männer genügen für den ganzen Harem. Ich hab keine Ahnung.